die 5-Sekunden-Tafel und kurz innerhalb 5 Sekunden muss dann die Ampel auf grün umspringen. Und Sie sehen, Wiesner hat sich verbogert. Da ist er. So, jetzt auf Rang 2, das heißt wie? Ja. Und auf der 2, da sehe ich Wiesner. Der Spätzahl. Ja, so ist es. André Fitzner müsste jetzt schon auf die 3. Fährt schon mal gut nach vorne, da hinten hat er sich aber eben in der Steilbahnkurve ein bisschen verheddelt, ging es nicht ganz so gut ab, da ist ihm schon wieder im Nacken der David Mix. Also schon davon aus, der lässt da keine Luft mehr dran, der hält das Ding im Griff. Es gibt ja so bestimmte Serien, die man so manchmal sehen kann. Da fahren die eine Runde und dann ist irgendwas weggebrochen, da stehen die irgendwo. Aber das ist hier nicht so. Da ist schon saubere Linie, sie fahren ja auch nach. Also Schermer, Wiesner, Fitzner. Mix, Look. Er hat ja ein bisschen wieder aufgeholt, aber ich bin mal gespannt, ob es noch ein Duell zwischen David Mix auf das sichere Gefühl, das packt er so und dann schlagt es nochmal hin. Aber ich mich fragt, Thomas Wiesner, Herr Meister, letzte Runde. Kelvin Klump, der Klosterfeldener, doch noch an David.